Kann ich mir eigentlich wieder ein bisschen Money leisten? Kann ich nicht? Lass mal gucken. Ja. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Eine Kontaktmine. Ja. Kann man mitarbeiten. So. Die kommt hier hin. Die hier nehme ich wieder. Na, 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 na. Die wird mir sowieso gehörig den Arsch aufreißen. Von dem her. Treibstoff. Habe ich den die ganze Zeit übersehen? Weiß echt nicht mehr. Okay. Da bin ich blank. Die Fallenminen kommen mir sehr gelegen. So. Ich denke doch mal, dass sie von dort kommen wird. Wobei, hinter dieses Miststück, das sie ist, kann man nicht mal darauf was geben. Aber sie nimmt Schaden. Und eines Tages werde ich sie besiegen. Das bin ich. Ich habe Stanley zur Rede gestellt. Ich sagte ihm, ich würde Mutter erzählen, was er getan hat. Er bekam Panik. Er hat mich verschleppt und an ein Waisenhaus verkauft. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe ihn in die Hand gebissen, aber... Vater, er ist der Grund, warum ich zu einer Little Sister gemacht wurde. Was man nicht alles erfährt. So, und hopp. Na, schaffst du's? Schrei mit dir. So, und gleich dürfte eine richtig angepisst sein. Tja, du warst ein Tiefseeforscher mit Nerven aus Stahl, Kumpel. Die Öffentlichkeit hat dir den Spitznamen verpasst. Aber Ryan war sich sicher, dass du ein Spion wärst. Also haben seine Leute dich eingesperrt und haben deinen verdammten Namen ausgelöscht. Leb wohl, Johnny Topside. Hallo, Subject Delta. Ach je, was wollt ihr jetzt? Jetzt habe ich mich hier so schön häuslich eingerichtet. Wenn das alles vorbei ist und wir mit der Beute aus Rapture auftauchen, dann halten wir beide Hof, mein Junge, auf unserer eigenen Insel. Ich sehe schon vor mir. Jede Weltmacht kommt auf Knien angerutscht, mit tonnenweise Geld im Gepäck. Ich hätte jetzt mal eine bescheidene Frage. Wo zur Hölle kamen diese drei Kasper her? Die Mädchen, die du vor Mutter gerettet hast, wollen dir danken, Vater. Sieh im Gatherer's Garden nach. Faszinierend. So. So. Einmal ausgenommen. Und gleich gehe ich wieder flöten. Weiß mal ganz ehrlich, woher zur Hölle kamen jetzt diese drei Kasperköpfe? Da gab's keinen Eingang. Oh, seid ihr jetzt in das Zeug reingerannt, was ich da ausgelegt habe? Seid ihr echt zu doof gewesen? Tatsache. Ah, gleich mal ausnehmen hier. Ganz ehrlich, normalerweise geht mir doch gleich die die Big Sister auf die Nerven. Und die kommen erst später. Seltsam. Das Spiel verarscht mich auch ganz gerne. Vom eigenen Spiel verarscht. Was für eine böse Welt. Ah, aber die Munition nehme ich wieder mit. So, wenigstens etwas. Nicht viel, aber etwas. Da, 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 da. So, General's Garden Automat. Na, dann gucken wir mal nach. Da, 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 da. Romulus und Remus, oder was steht ihr Ding? Ach, keine Ahnung. Da, 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 da. Von der Truse will ich nichts. Du da, du da. Viel lieber an den Automaten gehen. Oh ja. Aha.
So. Hey, werde ich hier wieder verwöhnt. Elektroball 2, gut. Was kann der nochmal? Betäuben Sie Ihre Gegner länger. Ideal zur Erzeugung von Kettenblitzen. Ah ja. Hervorragend. Abfackeln. 2. Ein echter Kracher. Perfekt für eine Monsterexplosion. So, ja. Gut, 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 gut. So. Winge, winge. Bye, bye. So, jetzt sollte ich wieder an den Zug kommen, hä? Oh, seltsam. Das ist ein bisschen seltsam. Normalerweise kommt immer die große, doofe Sister. Hau mir auf die Kartoffel. Weißt du, was ich verstehe, mein Freund? Frauen sind doof. Also. Da war nichts. Warum habe ich das eigentlich nicht mitgenommen? Wundert mich gerade eben. Das ist alles leer, okay. Gehen wir mal zurück zu unserem Zug. Wo war denn die olle Bimmelbahn nochmal? Das ist gerade echt eine gute Frage. Wo war der Zug nochmal? Ach, verdammt. Kunstgalerie. Lemsgarten. Nur für Mitarbeiter. Das macht mich doch irgendwie an. Zu den Zügen. Aha. Ich mag Bimmelbahn. Dingel, dingel, dong, dong, Bahn. Oh je. Yeah. Wem wollte ich hier eigentlich was vormachen? Weißt du was? Dein Nickerchen kannst du woanders machen, aber nicht hier. So blöd bin ich jetzt auch wieder nicht. Da passt auch niemand in seinen Anzug. Hat zu viel Torte gefressen. Ui! Ui! Medikits! Medikits! Alles meins! Medikits! Ja, geil! Warum kannst du nicht nochmal offen sein? Doof. Oh, Moment mal. Ich hab doch einen Haufen Auto-Hacker-Pfeile. Ja, haha, ich mach mir einfach. Das ist meins. So. Kohle regiert die Welt. Da, 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 da. Okay. Dem war es zu doof da oben, dann hat er seine Freundin abkommandiert. Das macht Sinn. So, nö, da lang. Na? Ein Mädchen ist noch unterwegs. Ja, die eine Kleine werden wir uns dann aber erst beim nächsten Mal suchen. Denn ich speichere jetzt hier, weil wir hier ein bisschen arg lange rumgedödelt sind. Und gestorben. Kann ich mir aber auch nicht erklären, warum. Ja, also an dieser Stelle speichere ich einfach mal. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Bioshock 2. Bye, bye. Hallo Leute, willkommen zurück zu Bioshock 2. Ja, ist schon ein paar Tage her, als ich es zum letzten Mal aufgenommen habe. Ach ja, es ist viel passiert. Viele lustige Sachen. Ein bisschen Vampire's Dawn aufgenommen. Mal wieder an Advance Wars gescheitert, wegen der Ullenlogik. War lustig.
ungefähr über eine Stunde damit verdödelt, in einer Map durchzukommen, bis wir mal am Ende nach dem Offscreen rausgefunden haben, dass man mit Tammy besser fährt. Ich freue mich schon auf die Kommentare, die dann kommen werden. Hast du was gesagt? Ich bin hier der Leitbauer. Okay. Gottverdammt! Hey. Okay. Na, wenn er mal stillhalten würde, könnte man ihn auch erlösen. Die Familie lässt dich schön grüßen. Aha. Da scheiße ich doch drauf, solange ich meine Harpune habe. So, gib mir mein Pfeil zurück. Doofe Kuh. Das ist ernsthaft. Zu verschenken habe ich ja auch nichts. Funkelchen. Was soll denn der? Hast du keine Granate vertragen? Weichei. Was ist denn eigentlich hin? Okay, dich hatte ich gerade. Du warst das irgendwie aber nicht. Moment mal, ich glaube, ich hatte einen Abend. Ich habe ihn also doch nicht atomisiert. Schade. Schade. Eine Little Sister fehlt uns noch. Das hatte ich total ignoriert. Also besser gesagt, vergessen, dass wir hier drei retten müssen. Ach ja, wenn die Zeit vergeht. Jetzt weiß ich auch endlich wieder, warum so ein Überschuss an Dings, na, sag's mir, Leichen herumlagen. So, was Anna zu mir gemeint hatte, ich soll doch die Automaten kaputt machen, dann kriege ich ein, Medikit gratis. Ja, das Problem ist jetzt halt, wenn es sowieso ständig zu knapp ist mit Leben, dann bringen mir kaputte Medi-Automaten auch einen Scheißdreck. Ja, jetzt genug gefaselt. Suchen wir uns nochmal einen Little Sister. Irgendwo muss ja so ein Kerl rumrennen, so ein Oller Klops. Ja. Wundert mich aber, dass ich die noch nicht ausgenommen habe. So, Heckpfeile. Komischerweise habe ich jetzt Heckpfeile in Hülle und Fülle. So. Und die drei Dinger stehen hier noch immer rum. Ich glaube, ich werde bekloppt. Ah, da habe ich ja alles, was ich wollte. Tja. Schade. Ich hätte ja mal zu gerne wieder ein paar Raketensperre. An ein paar Automaten konnte man sie sich mal kaufen, das weiß ich noch. So, Fallnieten. Das sind so meine Favoriten. So, ist da irgendwo jemand? Möchte jemand was auf die Kartoffel? Nein, du auch nicht. Puh, das tut dem Morgen noch weh. Es hat schon seine Gründe, warum ich die Knarre so mag. So, also ich kontrolliere lieber nochmal nach, ob ich wirklich nichts vergessen habe. Das kann im Eifer des Gefechts gerne mal passieren. Da rede ich ja auch nicht schön. Ich bin ja schließlich auch kein Übergott. Ja. Gut. Jetzt muss ich nur so einen Fettsack finden, wo mir meine Kleine geklaut hat. Wo bist du, Schwabbelbacke? Komm her. Oh, das wird lustig mit der Ausrüstung. Oje, oje. Aber irgendwie...